Es ist vorbei. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und heute ist das jetzt der zweite Teil von dem Zwei-Jahres-Jubiläum von dem Permakulturprojekt Peace. Im ersten Teil habe ich so ein bisschen meinen Garten gezeigt, also den Rundgang so, wie sich der Garten einfach so entwickelt hat die letzten 2 Jahre. Den könnt ihr euch gerne anschauen. Und jetzt möchte ich einfach mal so ein bisschen das, was im Hintergrund alles abläuft, mit euch ansprechen. Da tut sich natürlich auch einiges. Es ist ja nicht nur der Garten im Vordergrund, sondern im Hintergrund ist natürlich auch sehr viel zu tun. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn man ein bisschen Baustellengeräusche hört von Akkuschraubern oder sowas. Wir bauen hier gerade was auf und dann kann es halt ein bisschen lauter werden. Aber grundsätzlich, das, was ich jetzt in der Einleitung gesagt habe, dass das Projekt vorbei sein wird, irgendwann wird es so in dem Ausmaß, wie es jetzt stattfindet, nicht mehr ablaufen, weil das Feld unten mir ja nicht gehört, also die Hauptertragsfläche. Die habe ich vor 2 Jahren, ist ein Freund zu mir gekommen, den ich bei seinem Bauerngarten ausgeholfen habe. Ich habe ihm halt jeden Tag geholfen, er hat sich anfangs sehr gefreut, bis ich dann versucht habe, meine eigenen Visionen auch ein bisschen im Garten mit auszuleben und auch sehr viel Platz bei ihm mit eingenommen habe. Das hat ihm nicht so gut gefallen und er hat mir dann das Feld zur Verfügung gestellt, weil ich dann doch sehr viel Zeit hatte und sehr gerne in der Natur draußen bin. Und das war dann so, dass er eines Tages einfach überrascht zu mir gekommen ist. Er hat gesagt, ein Bauherr hat ihm die Fläche angeboten. Er hat nur eine Wildblumenwiese draus gemacht und hat dann gesagt, ich soll mein Ding da machen. Habe ich auch gemacht und wie gesagt, das war eine Heidenarbeit, war ja alles mit der Hand, hatte keine Maschinen, keine große Fräse, alles mit der Grabgabel, mit der Hand, Tunnel auch mit der Hand mit meinem Vater aufgebaut, No-Dig-Verfahren. Habe ich auch im ersten Video erzählt, das war ja eine Heidenarbeit, das Ganze war auch sehr prägsam und bin auch sehr dankbar, dass ich das da machen darf. Aber es ist eine Siedlung mit einem Neubaugebiet, wenn ich die Siedlung abfilmen würde. Das ist wahrscheinlich für manche genauso ein Schock wie für mich, glaube ich, ein bisschen. Also es ist halt grundlegend so, dass das sind alles Fertighäuser dort. Also die Siedlung ist vielleicht 3 Jahre alt, als die Bauflächen herausgegeben worden sind. Und die Leute haben sofort angefangen zu bauen und innerhalb von einem Jahr oder nicht mal einem Jahr war schon über die Hälfte, stand da schon Häuser. Das sind alles Fertighäuser, die da hochgezogen worden sind. Und vor einem Monat haben sie gegenüber von meinem Feld haben sie angefangen, den guten, wirklich guten Humusboden. Das tut immer so im Herzen weh, wenn die diese gute Erde wegbringen und wegfahren. Und im gleichen Atemzug sieht man dann draußen die Felder, wie die bewirtschaftet werden und denkt mir so, lange geht das aber nicht mehr gut, wenn wir so weitermachen und wie wir mit unseren Ressourcen und Erde umgeht, dann wächst hier irgendwann überhaupt nichts mehr. Und dann brauchen wir uns auch nicht über Überschwemmungen und Überflutungen wundern, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber es ist grundsätzlich halt auch so, die Baufläche von mir ist jetzt das letzte Grundstück und heute ist der Bauherr zu mir gekommen, weil er für morgen Sonnenblumen haben möchte, weil er möchte die zum Geburtstag verschenken. Bei mir sind ja überall die Sonnenblumen wild hochgegangen, Riesenstücke wild, und habe ich ihm gesagt, er kann sich bedienen, er kann so viele haben, wie er will. Hat jetzt nur noch 3 gebeten, ich habe ihm aber auch 50 angeboten. Das ist ihm recht frei, ob er sich da nehmen darf oder nicht. Selbstverständlich habe ich ja gesagt. Und hat er mich auch darauf hingewiesen, dass ich davon ausgehen soll, dass nächstes Jahr die Fläche unten eventuell eine Baustelle sein wird, weil er natürlich auch unter Bauzwang steht. Das heißt, er muss irgendwann auf der Fläche etwas bauen und
Das wird von der Gemeinde vorgeschrieben, weil sonst muss das wieder verkaufen, wird ja von der Gemeinde sozusagen wieder weggenommen und die bieten es dann nochmal neu an, weil die natürlich möchten, dass dort gebaut wird und da ist dann auch schon Schluss für mich. Entweder dieses Jahr oder dann nochmal das kommende Jahr, aber es wird nicht mehr lange auf sich warten und dann werde ich sozusagen da verscheucht. Ich finde es ja auch immer sehr interessant, wenn dann die Leute in den Kommentaren schreiben, dass da unten es mein Grundstück wäre und oder beziehungsweise Grundstück meines Vaters. Dem ist nicht so, das wäre ein bisschen viel. Ich könnte mir erstens sowas überhaupt nicht leisten. Und die andere Sache ist für Zuschauer, die schon das Projekt vielleicht von Anfang an verfolgen oder jetzt schon die kürzlichen Videos angeschaut haben. Ich predige immer oder ich sage halt, dass man Totholzhecken aufbauen sollte, Steinhaufen, Bäume pflanzen und versteht mich nicht falsch. Ich habe auch sehr viele Videos hier von meiner Baumschule. Hier stehen überall kleine Bäumchen auch. Auch hier einheimische Bäume, so Pfirsiche und alles. In dem Kübel habe ich einen rotfleischigen Apfelbaum. Ich habe genug Bäume. Ich könnte die pflanzen. Ich habe auch eine winterharte Khaki. Alles die Möglichkeit, um hier Bäume pflanzen zu können. Steinhaufen und Totholzhecken hätte ich auch die Möglichkeiten. Die hätte ich sofort angelegt. Aber sofort. Hätte ich nicht lange gewartet. Ich hätte auch die Bäume sofort gepflanzt. Problem ist, wenn man sich jetzt genau die Fläche anschaut, sieht man davon gar nichts. Hat natürlich auch den Grund, warum ich das nicht gemacht habe, weil ich dem Bauherrn nicht einfach irgendwo Bäume hinsetzen möchte, weil dann hätte ich 10, 12 Stück reingesetzt. Ob er das will oder nicht, das weiß ich nicht. Und hätte ich das von Anfang an gemacht, dann wären das schon tiefe Wurzeln gewesen und dann hätte er noch mehr Aufwand gehabt, die rauszureißen. Und ja, das ist halt wieder auch so ein Anzeichen dafür, dass das Grundstück unten einfach nicht mir gehört. Weil dann hätte ich mich ja auch komplett ausgelegt und das ist genauso wie hier. Das Grundstück gehört meinem Vater und ich muss auch mich nach seinen Vorstellungen mehr oder weniger auch, ja, halten. Und nun ja, sonst hätte ich ja auch mehr Totholzhecken, Steinhaufen und würde meine Vision mehr in Richtung Permakultur eingehen. Ist jetzt auch nicht so der Fall, wie ich das auch umsetzen kann und darf, weil es natürlich auch da wieder Streitereien mit meinem Vater auch gibt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich auch meine Crowdfunding-Kampagne habe, dass ich halt wirklich mein eigenes Grundstück habe, ins Ausland gehe. Wie gesagt, Karibik möchte ich auswandern. Da habe ich, ja, ich war ja schon zweimal in Costa Rica, habe jetzt vom letzten Jahr einen Gärtner da getroffen, der kommt aus Nicaragua und der möchte mir da jetzt auch helfen. Ich stehe wieder mit ihm in Kontakt. Wir sprechen uns gerade auch ein bisschen ab und er wird mir dann auch helfen, im kommenden Winter, wenn ich da wieder vorhabe hinzufahren, auch dahin zu gehen. Das sind halt meine Pläne und ich weiß, dass dann auch wieder Leute herkommen und sagen, warum bleibe ich denn nicht hier in Deutschland? Warum versuche ich mein Glück woanders? Und dann gibt es auch noch die ganz krassen Hardliner, sage ich mal, die mir sagen dann, ich soll aufhören zu schnorren über Crowdfunding-Kampagnen, über YouTube, soll aufhören mit den Affiliate-Links. Wenn ich aussteigen will, muss ich das selbst irgendwie machen. Und einmal kommen auch irgendwelche Leute, ich soll nicht auf das Geldsystem beruhen und alles Mögliche, möchte ja unabhängig werden. Also letztendlich soll ich, also einerseits soll ich aufs Geld verzichten, ich soll aufhören zu schnorren über Crowdfunding, Spenden oder was weiß ich was, aufhören Affiliate-Links zu benutzen. Und dann soll ich auch noch für mein Geld arbeiten. Also ich soll arbeiten und nicht auf der faulen Haut rumliegen. Also grundsätzlich diese Aussagen machen mich dann doch recht traurig, weil es mir dann auch einerseits zeigen, dass die Leute hinterm Computer sitzen, wahrscheinlich auch nicht sehr viel Erfahrung haben, einen eigenen Garten zu bewirtschaften, in dem Ausmaß natürlich, beziehungsweise sich auch in meine Situation versetzen. Ich habe vor
3 Jahren mein Studium abgebrochen, weil ich keine Lust mehr auf Wirtschaftsinformatik hatte. Hatte kaum Geld gehabt oder überhaupt jetzt noch sehr wenig Geld. Deswegen habe ich auch alles mit der Hand umgegraben und die ganze Fläche und ja, mache hier Vollzeit YouTube und alles mit der Handarbeit und ja, das ist Arbeit. Das ist ganz schön viel Arbeit, muss ich sagen. Also das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und in welcher Situation ich eigentlich auch bin. Also ich verzichte auf sämtliche Sozialleistungen. Also ich bekomme auch kein Hartz IV, weil ich hier dankenswerterweise bei meinen Eltern lebe. Da wird mir das Amt dann auch sagen, mein Vater verdient genug, die haben das nur eingesehen, das möchte ich auch nicht, und dann terrorisieren sie ihn noch. Deswegen bekomme ich dafür auch nichts. Und wenn ich dann Leistungen bekomme, dann wird mir irgendwas aufgezwungen, was ich ja überhaupt nicht will. Irgendwelche Jobs mich bewerben oder das machen und das. Und ich bin grundsätzlich ehrlich, und das gibt ja auch immer sehr viele Probleme. Ich bin auch in Arbeitsverhältnisse eingegangen mit anderen, also bei anderen zum Beispiel im Garten, habe da wirklich versucht, Geld zu verdienen. Ist wegen meiner Einstellung, wegen meiner Sichtweise und jetzt auch, wie ich mich an meinen Tagesplan gewöhnt habe, kaum möglich. Also ich glaube, so wie ich meine Zeit frei einteile, so wird mir keiner einen Job geben. So wird wahrscheinlich ungern irgendjemand mir Geld noch dafür geben, wie ich das halt dann noch so mache. Freie Zeitanteilung, es wäre sehr unwahrscheinlich, jemanden zu finden. Wie gesagt, die Erfahrungen hatte ich schon bei meinem Freund vom regionalen Urproduzenten. Dem habe ich auch, wie ich erzählt habe, im Garten ausgeholfen. Und ich wollte natürlich mehr Permakultur machen und da ist dann irgendwann dazu gekommen, dass es Streit zwischen uns gegeben hat, weil ich andere Visionen hatte und ich wollte die natürlich ausleben. Und diesen Streit sehe ich auch hier immer wieder bei meinem Vater, wenn ich dann Totterzecken, Hügelbeete, Hochbeete, Kübel anbaue. Ich möchte nicht, dass er den Rasenmäher benutzt, um Insekten nicht zu töten oder sowas. Das sind so viele Sichtweisen und irgendwann ist es auch für mich sehr energiezehrend. Und deswegen auch der Wunsch nach mir nach einem eigenen Grund, nach einem eigenen Grundstück, damit ich mich halt da auch frei ausleben kann, weil ich auch sehr viele Probleme auch neuerdings, weil jetzt Monate mit meiner Mutter hatte, weil es halt auch hier mit der ganzen Baumschule, mit der Terrasse, mit Samen und alles, meine Lebensweise auch, dass ich sehr naturverbunden bin und sie auch wegen meinen Brüdern zwischen sehr vielen Fronten steht. Meine Brüder sind halt, haben auch etwas dagegen, sehen auch, dass ich ein Schnorrer bin, weil ich halt auf Kosten meiner Eltern lebe, aber das sehe ich natürlich ganz anders. Und ja, sie hat auch selbst Probleme, passt sich halt auch an. Also es ist halt eigentlich auch wegen meiner Sichtweise, Essgewohnheiten und alles, bin ich halt sehr sensibel geworden. Und ich kann es auch schon gar nicht mehr länger mit dabei zusehen oder auch selbst ertragen und deswegen auch mein eigenes Ding halt machen. Möchte ich halt auch aufbauen, damit ich einfach ja selbst meine Unordnung, mein Chaos ja verrichten kann, weil ich kann den Vorwurf nicht meinen Eltern geben, ich kann ihnen auch nicht die Schuld geben. Sie sind nicht für meine Entscheidungen schuldig. Ich lebe bei ihnen, ich muss es auch respektieren, auch wenn ich grundsätzlich das Verhältnis von Eigentum ganz anders sehe, dass es halt niemanden Natur gehört. Kann ich aber nichts machen. Ich kann hier meinen Dickkopf auch nicht oder meine Denkweise in Permakultur umsetzen. Würde mir niemand zuhören in Deutschland. Die würden mir noch und noch hier irgendwas sagen und das wäre für mich zu energiezehrend. Da kann ich auch nichts machen. Auch wenn jetzt einige Leute von euch meinen, ja, er hat recht oder sowas. Mir sind da die Hände gebunden. Ne? Und ich muss da selbst auch Verantwortung für meine Entscheidungen treffen und muss auch damit leben, dass andere Menschen jetzt nicht unbedingt ja, das gleiche respektieren und die gleiche Lebensweise nachgehen wie ich. Und wie gesagt, es ist hier eine Heidenarbeit, muss ich wirklich sagen. Ich mache hier alles mit der Hand.
bin wirklich am Tag 8 Stunden draußen auf dem Feld, mache dann auch YouTube. Und YouTube ist nicht nur vor der Kamera sitzen, Video schneiden, fertig. Wie gesagt, hochladen, fertig. Thumbnail erstellen, Video schneiden, dann auch noch Webseite erstellen. Wahrscheinlich habe ich auch noch das Ganze. Dann verwalte ich noch die Crowdfunding-Kampagne. Ich mache das hier alles alleine. Normalerweise bei so einem Team oder bei so einer Gemeinschaft, wenn ich mir so andere Projekte anschaue, warum die auch viel weiter sind wie ich, da machen die Leute viele verschiedene Sachen. Da wäre zum Beispiel ich nur für den Garten zuständig. Ein anderer ist jetzt dafür zuständig, dass halt zum Beispiel meine Erzeugnisse, meine Garte des Gartens an die Leute kommen. Ein dritter wird es vielleicht am Markt verkaufen. Ein vierter kümmert sich dann um die Webseite, um das YouTube und das Schneiden, vielleicht um Soundeffekte oder sowas. Ein fünfter kümmert sich um Online-Marketing. Und andere unterstützen vielleicht mit Gartengeräten oder so. Das sind viel mehr Leute da an einem Projekt. Und ich mache das hier auch alles alleine. Und ja, die Leute sagen halt zu mir, ich soll arbeiten gehen zum Beispiel. Grundsätzlich, wenn Arbeit gleich Geld wäre, also Geld verdienen, das sind zwei unterschiedliche Sachen, arbeiten und Geld verdienen. Weil es gibt ja auch Leute, Arme und Reiche, also Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, sagen die Leute, ja, die sind faul, die arbeiten nichts, bekommen Geld. Da frage ich mich auch immer wieder, was ist mit den Leuten, die Mieteinkünfte haben, durch Spekulationen, durch Aktien und sowas und dadurch nicht mehr richtig, ja, sagen wir mal, auf dem Bau tätig sind oder sowas in der Landwirtschaft. Da fließt doch das Geld auch einfach nur auf dem Konto. Sieht man halt nur nicht, weil sie wahrscheinlich ein schönes Auto, schönes Haus hat. Das fällt vielleicht nicht so auf. Ach, der hat das schön, der hat bestimmt dafür gearbeitet oder sowas. Aber das sind wahrscheinlich auch nur passive Einkünfte, wo er keinen Finger krumm gemacht hat. Und für mich macht es da auch gar keinen Unterschied, ob ich jetzt da Sozialleistungen vom Amt dann bekomme. Und dann da sagen die Leute, der ist ein Schnorrer, soll nicht auf Kosten anderer leben. Aber ein anderer, der auch keinen Finger krumm macht, bekommt dann auch Mieteinkünfte von irgendwoher und letztlich lebt er doch auch auf Kosten von irgendjemandem. Also ich schäme mich auch wirklich nicht dafür, Gelder online für die Crowdfunding-Kampagne auch zu verlangen. Ich werde das auch weiterhin machen. Ich werde auch versuchen, im Ausland, in der Karibik wirklich das aufzubauen, auch dieses Jahr. Auch wenn ich jetzt das nötige Geld dazu nicht habe, vielleicht. Mir bleibt auch nichts anderes übrig. Ich werde auch diese Entscheidungen treffen, weil ich auch hier in Deutschland nicht weiter wegen den Regelungen auch nicht leben kann. Manche sagen, ich soll hier weiter was aufbauen. So, in Deutschland gibt es doch so viele Projekte, so viele Leute, die auch etwas machen. Und hier gibt es genug Fläche, wo ich mich auch ausleben kann. Grundsätzlich stimmt es, aber für mich gibt es halt wesentliche Aspekte. Erstens hat mir schon mal die Mentalität von den Leuten dort, also zum Beispiel in der Karibik, viel mehr gefallen. Da ist es viel, sind sie viel gelassener, strahlen noch mehr Lebensfreude aus. Manchmal ist es hier auch ein Kampf. Etwas natürlich, so wie ich auch andere begegne, verhalten sie sich gegenüber mir auch. Das ist mir natürlich auch bewusst. Das ist ja natürlich immer, sind immer zwei Menschen, die miteinander interagieren, wie das letztlich das Gespräch abläuft. Aber grundsätzlich gefällt mir auch die rechtlichen Vorschriften hier in Deutschland überhaupt nicht. Die schränken ja komplett ein, weil da frage ich euch dann wirklich, kann ich dann einfach sagen, ich hätte gerne hier das Grundstück, ich möchte mich nicht an das Kanalsystem anschließen, es soll bei mir im Kreislauf bleiben, ich benutze Trockentoilette, Komposttoilette. Ich baue auf meinem Grundstück jetzt einfach mal so ein Roundhouse, so ein Holzhaus oder sowas, nutze vielleicht auch, ja, möchte nicht betonieren oder irgendwie sowas. Da kommen hier die Vorschriften mit Bauschutz, Brandschutz, was weiß ich für welche ja, Schutzmaßnahmen und allein die rechtlichen Regelungen. Im landwirtschaftlichen Bereich sind ja auch enorm. Also diese Hürden, dann denke ich mir auch so, da kannst du dich auch nicht frei ausleben. Und ja, da weiß ich auch nicht. Und es ist ja grundsätzlich auch sehr erschwert hier allgemein auf der Welt von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, also von Obst und Gemüse hier, kann man nicht leben. Da muss man erstmal richtige Größen auffahren, um auf Masse auch und Qualität mit zu verkaufen, aber so in meinem kleinen Ausmaß hier, nee.
Davon würde ich niemals leben können. Und dann wird mir noch irgendwas aufgezwungen an Versicherungen, die ich abschließen muss, die ich vielleicht auch nicht will oder brauche. Das ist eine andere Sache. Ich finde, ich sollte halt auch selbst entscheiden dürfen, ob ich eine Krankenversicherung brauche oder nicht. Wird mir aber aufgezwungen. Und wenn ich sie nicht bezahlen kann, dann schaut es dann schlecht aus. Dann werde ich wahrscheinlich auch in irgendwelchen Gesellschaften von Landverbänden oder so mit eingegliedert, muss da auch wieder Beiträge zahlen. Also hier gibt es überall noch und nöcher irgendwelche Maßnahmen, wo dir das Geld einfach abgezweigt wird, und das will ich halt auch einfach gar nicht mehr. Und für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich ganzjährig anbauen möchte. Ist in Deutschland halt auch nur begrenzt möglich vielleicht. Ich möchte Avocados, Mangos, Kiwis, Trauben, alles Mögliche ganzjährig anbauen, tropische Pflanzen, Früchte, weil mir halt auch das Wetter gefällt. Mir gefällt einfach so ein Wetter. So der Winter, der gefällt mir auch nicht. Und wenn mir da jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, unsere Vorfahren haben sich auch hier angepasst und alles Mögliche, das ist mir grundsätzlich egal. Weil wenn man sich das ganz genau anschaut, dann ist der Mensch trotzdem hier für dieses Klima nicht gemacht. Können mir die Vorfahren auch erzählen, was sie wollen, weil mit der Argumentation kann ich ja auch sagen, schau mal, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ohne Klamotten oder Kleidung bin nackt hier auf diese Welt gekommen und ja, da möchte ich mal die Leute hier sehen, die da nackt hier rumlaufen im Winter. Da sind wir nicht abgehärtet und alles Mögliche. Und da können die Leute auch grundsätzlich evolutionstechnisch herkommen, was sie wollen. Evolutionstechnisch sind wir nicht alt. So 5000 Jahre oder sowas, und hat sich der Mensch schon angepasst. Das stimmt gar nicht. Da brauchen wir mehrere 100.000 bis Millionen Jahre. Und ich glaube, so lange lebt der Mensch, glaube ich, noch gar nicht hier oder so. Das möchte ich auch nicht beurteilen. Das sind auch eigentlich letztlich meine Entscheidungen auch. Und Deutschland, ehrlich gesagt, nur weil ich hier geboren bin und alles, heißt es nicht, dass ich dann hier verpflichtend bin, hier weiter zu leben oder hier etwas aufzubauen. Mich zieht es einfach in andere Länder, in andere Kulturen, und ehrlich gesagt finde ich es auch nicht schlimm, dort etwas aufzubauen. Und ja, das sind einfach so ein paar Gedanken und Worte von mir. Ich baue einfach das Projekt weiter auf. Ich bin natürlich immer dankbar für Spenden. Ich bin auch dankbar, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Kanal kostenlos abonniert, auf die Glocke drückt, Freunden, Bekannten, Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit sich ja das immer weiter verbreitet, weil ich weiß, dass mein Kanal seit 4 Jahren, okay, 500 Abonnenten, da kann man noch nicht viel machen. Mir fehlt halt einfach die Reichweite auch. Aber deswegen mache ich das halt auch immer wieder regelmäßig, Videos machen, auch nach Daumen hochs, sozusagen betteln, auch etwas in die Kommentare schreiben. Das sind einfach so Sachen auf YouTube, damit man das Video besser ja, gerankt wird, sagen wir, oder mehr Leute sehen. Natürlich auch, dass immer mehr Leute auch für mich mal bereit sind zu spenden, damit ich auch hier etwas aufbauen kann. Auch bezüglich der Crowdfunding-Kampagne, dass ich halt auch schon mal ja, Grundstücke oder das Grundstück schon mal vielleicht auch in dem Herbst auch schon kaufen könnte. Ich werde das grundsätzlich weitermachen. Ich bin auch immer dankbar für jede Spende, wenn Leute natürlich das meinen Kanal auch weiterempfehlen. Für all das bin ich auch wirklich dankbar, und ich würde mich auch freuen, wenn da immer mehr Leute kommen würden, immer mehr Unterstützung stattfindet. Wie gesagt, ich werde das hier auch weitermachen bis zum Ende durchziehen, nur nicht hier wahrscheinlich in Deutschland. Das wird sich rausstellen, ist wahrscheinlich auch sicher so, weil ich mich auch hier nicht mehr so ganz wohl fühle. Ich fühle mich hier einfach auch nicht wohl. Und ja, das sind einfach so Gedanken, die ich einfach aussprechen möchte, die mich auch meistens immer so belasten, wenn dann die Leute in den Kommentaren, was weiß ich, für welche Sachen schreiben und sich manchmal nicht einfach mal die Hintergründe wissen, einfach nur davon ausgehen, das ist mein Grundstück oder sowas, aber ich könnte auch davon leben. Ist grundsätzlich nicht so, ich kann wirklich davon nicht leben. Das ist ein Irrtum. Und arbeiten, wenn mir jemand sagt, ich soll für mein Geld arbeiten, nochmal, Arbeit und Geld verdienen sehe ich für was, sehe ich zwei verschiedene Sachen, weil manchmal bin ich unten wirklich am Boxen wie ein Arbeiten, weil das da wirklich alles Handarbeit ist. In diesem Sinne,
ja, möchte ich einfach so ein bisschen das Video belassen. So, das ist der zweite Teil von dem Jubiläum sozusagen. Und das sind einfach die kleinen, ja, meine Gedanken, Sichtweise, wie meine Zukunftspläne auch ausschauen, worum ich auch bitte. Wie gesagt, ich bin angewiesen auf Spenden, ich bin angewiesen auf Crowdfunding. Ich bitte euch einfach darum, wenn ihr ja, mich und das Projekt auch einfach unterstützt, ja, einfach zu spenden, damit ich das weiter am Laufen halten kann. Das Projekt auch einfach weiter verbreiten, damit zum Beispiel immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden, weil zum Beispiel ab 1000 Abonnenten mit 4000 Stunden Wiedergabezeit könnte ich zum Beispiel auch YouTube-Partner werden. All diese Sachen, ich schäme mich auch nicht, Amazon-Links zu verwenden, wie gesagt. Man kann nicht von heute auf morgen aus diesem System einfach so aussteigen. Ich bin hier mit auf dieses Geldsystem mit angewiesen. Ich kann das auch nicht ändern, weil sonst wäre ich komplett auf der Straße. Also in diesem Sinne bitte ich euch nochmal vielmals darum. Wünsche euch trotzdem nochmal schöne sonnige Tage. Ich genieße trotzdem meine Ernten, weil die mich ein bisschen ablenken. Weil für mich die Natur einfach das Wunderschönste auf der Welt ist. Ich habe so viele Erlebnisse und Eindrücke gehabt und ich kann es wirklich nicht bereuen. Ich kann es wirklich nicht bereuen und ich genieße einfach jeden Moment, den ich hier einfach in der Natur genießen kann. Und ich hoffe, ihr habt auch unbeschreibliche Momente in der Natur, Ruhe, Spaß, Harmonie und Frieden. Und wir sehen uns einfach dann in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.